Hallöchen Leute, ich begrüße euch wieder bei Brave Frontier. Heute ist mal wieder Beschwörungszeit, deswegen sieht man auch mich wieder, denn heute sind die Summoner's Choice dran. Player's Choice Summons. Und ja, ich benutze auch die neue Methode, habe wieder Hintergrundmusik an, weil ich glaube, dafür ist der Soundeffekt jetzt nicht so wichtig, dass man da unbedingt das Knacken der Tür hört. Für sich jetzt nicht so wichtig, als dass ich da erstmal die Probleme mit dem Sound bekomme und ja, kann jetzt hier auf meinem Handy tippen. Voll geil. Ja. Was haben wir hier? Im Angebot Darwinshell, Zelnite, Zelha, Lilymetta, Elsa und Lunaris. Bis auf Lunaris kann ich tatsächlich. Und gut, eine Zelha ist ein bisschen kritisch, da bräuchte ich nicht unbedingt noch eine von. Lunaris brauche ich nicht. Alle anderen kann ich tatsächlich noch einen weiteren von gebrauchen. Zelnite ist jetzt auch nicht so zwingend muss. Elsa, wie gesagt, ist das, was ich haben will, weil ich habe nur eine Oracle Elsa. Darwinshell und Lilymetta kann man eine zweite gebrauchen. Und ja, ich werde danach auch noch ein bisschen meine Truppen durchgehen, dass ich mal wieder zeige, was der Stand ist. Auch wenn sich da, glaube ich, nicht allzu viel getan hat. Ja, wir versuchen unser Glück beim ersten Pull. Upp, kann man jetzt auch hier sehen, wenn man mir nicht glauben will. Und es ist Lunaris. Die einzige, wo ich gesagt hätte, die brauche ich nicht so wirklich. Und Anima ist nicht schlecht, wobei sie nicht die Welt an Recovery hat. Ich habe eine Breaker. Werde die hier dann wohl nicht ausbauen, sondern als Brave Boss Fodder nutzen. Ich muss da ein bisschen mit der Kabellänge hier aufpassen. Ich meine, jedes Mal, wenn ich mein Handy hochhebe. Denn sonst kann mir das durchaus passieren, dass es gleich schwupp macht und man nichts mehr sieht. So, gelbe Tür, komm schon. Und. Kaja, super. Habe ich, glaube ich, schon ein oder zwei von. Finde ich nicht so zu berauschend. Habe ich auch immer noch nicht ausgebaut, weil ich den nicht umwerfen toll finde. Komm schon, Spiel. Ich mache das jetzt extra auf die coole Weise, wo ich das Handy mit ins Bild halten kann. Da kann ich doch auch mal Glück haben. Es ist direkt eine rote Tür, also. Regenbogen. Sweet. Oh, komm schon. Noch eine Lunaris. Na super. Ach, Lord. Lord ist auch nicht wirklich gut. Von allen Möglichkeiten ziehe ich natürlich wieder genau die, die ich nicht brauche. Es war klar. Ich hasse Murphy dafür, dass er für sein Gesetz. Und das ist sogar ein gelbes Licht. Oh, das heißt, es wird übel. Ja, Lava, toll. Brauche ich nicht. Ja, es gibt Schlimmeres, aber Gutes hier auch nicht. Weil sie wahrscheinlich aus Prinzip behalten werden. Für einige Zeit. Und nur dann sie einfach hinterher doch wegzuhauen. Und wieder gelb. Phönix. Der ist, glaube ich, tatsächlich sogar neu für mich. Aber gut ist der leider auch nicht. Also, er ist nicht mehr gut, sagen wir es so. Ist halt ein Heiler über Zeit, der aber halt keinerlei Schaden machen kann, dementsprechend echt ziemlich uninteressant ist. Und jetzt noch mal Glück haben, was Cooles ziehen. Wie gesagt, ich hätte gerne eine neue Elsa. Eine weitere Ferris. Interessant, Guardian. Ich weiß gar nicht, welches die ist, die ich, was für ein Typ die ist, die ich schon habe. Da werde ich aber auch nicht mehr als eine verbrauchen. Ja, nein, ich habe mich mal versucht. Das war es sogar schon. Super. Habe ich ja viel von gehabt. Schade eigentlich. Schauen wir mal, was dabei war. Hier haben wir Lava und wie ihr seht, ich habe schon eine, die ich mal ein ganz bisschen ausgebaut habe. Hier noch Guardian ist. Da brauchen wir die neue auf jeden Fall nicht. Phönix müsste auch irgendwo hier sein. Ja, oh, ich habe tatsächlich hab ich sogar einen Phönix. 4-Sterne-Form. Der hier wäre vom Typing her das gleiche. Ist also blub, der wird dann irgendwann als Brave Boss Fodder vielleicht genutzt. Paris. Die wir haben, ist Breaker. Und diese hier ist Guardian. Dann werden wir die Guardian behalten, weil ich das prinzipiell besser finde. Und werden dich hier irgendwann für Brave Boss benutzen. Hier war nix. Wir werden hier unten genau zwei neue Lunaris haben. Die Anima Lunaris kann ich mal durchaus behalten. Da kann man mal was draus machen. Anima ist nicht so unpraktisch. Und hier diese Lord. Nee. Und ja, da unten ein neuer Kaja. Ich habe hier schon. Was haben wir denn da? Lord. Anima. Mal Leute, kann ich den hier eigentlich auch schon mal rausnehmen? Der wird auch nur als Brave Boss fordern. Verdienen mehr als einen, werde ich mit deinem Leben nicht ausbauen. Ja, hier meine
Oracle Elsa, wie gesagt, da hätte ich gerne einen Ersatz für gehabt. Vielleicht versuche ich das irgendwie währenddessen nochmal. Mal schauen. Oder ich versuche es dann wohl, wenn ihre 6-Sterne-Form rauskommt, dann wird ja auch wieder eine Beschwörung dazu sein, weil Oracle ist bei ihr zwar durchaus gut, aber ich hätte sie halt lieber als Anima. Oder alles andere, nur nicht Oracle, sagen wir es so. Ich habe, das eine, ihr seht übrigens auch noch einen neuen, wobei da wart ihr, glaube ich, dabei, als ich den neuen Sinon bekommen habe. Nee, wart ihr nicht. Ich hab ja, hatte ich ja beim letzten Mal erzählt, dass ich das vielleicht noch wollte und habe mir hier tatsächlich einen Lord Sinon gefangen. Was ich auch besser finde als Oracle. Ansonsten freue ich mich darauf, dass bald die hier ausgebaut, entwickelt werden kann, die gute Dame, Lily Matter. Und Darvenschall wird auch bald seine neue Form bekommen. Aber was hat sie getan? Ich habe hier eine Liara mittlerweile ein bisschen ausgebaut, aber auch noch nicht allzu unbedingt viel. Auf dem Zeug hier rumfliegen, ein bisschen was haben wir. Wo habe ich das denn? Ich habe Aldud immer noch nicht verbraucht, weil ich auch ohne den auf seinen Super Brave Burst gekommen bin. Das sind so die alten Klassiker. Den hier bin ich überlegen, ob ich ihn ausbauen werde, denn der soll als 6-Sterne-Form mittlerweile, habe ich mir gehört, doch sehr stark sein, weil sein Angriff sehr gut ist. Also mit 24 Angriffen und dann Statusimmunität und Beheben für 3 Runden. Oder ich bleibe erstmal noch bei Melchior, das weiß ich noch nicht so genau. Das hier, genau, hier habe ich ausgebaut. Havoc Angel Ronell. Gefällt mir persönlich eigentlich mittlerweile ziemlich gut. Da werde ich wahrscheinlich, auch wenn sie auf der europäischen Version rauskommt, mir recht früh eine von ausbauen. Denn die ist tatsächlich ziemlich praktisch. Gibt halt Immunität gegen Statuseffekte, wovon es ja noch mittlerweile einige gibt hier, aber in der europäischen noch nicht. Und gibt einen Bonus auf BC Drop Rate für 3 Runden. Der ist nicht so stark wie der von Fellneus. Aber es ist halt ein netter Bonus und ist tatsächlich eine ziemlich praktische Anführerin. Ich weiß, dass einige, die zum Beispiel für so Sachen wie Kalb verwendet haben oder auch immer wieder mal für Trials, wo es durchaus schwieriger wird, weil von allen Status-Immunitäts-Anführern dürfte sie die stärkste sein. Also die Alternativen, die wir noch haben, sind Reese und die Zwillinge, die auf jeden Fall schwächer sind. Von daher durchaus zu gebrauchen. Und ich habe meine jetzt in recht kurzer Zeit ausgebaut. Sonst tut sich hier, glaube ich, tatsächlich viel. Ich habe Amy mittlerweile auf 6-Sterne-Form voll ausgebaut. Da hat, glaube ich, vorher noch ein bisschen was gefehlt. Jolina hat sich nichts getan. Die war, glaube ich, schon voll. Und was haben wir sonst noch so? Ich musste ab und zu mal wieder auch mal gucken, um den Überblick zu behalten. In Dilma habe ich mittlerweile ein bisschen rein fusioniert, aber auch noch nicht allzu viel. Aber den will ich irgendwann auch ausbauen. Wir haben einen Breakout. Was war der hier? Guardian. Ich denke, den werde ich dann tatsächlich sogar als Breaker ausbauen. Den hier finde ich ganz cool. Das ist eine farmbare Einheit, die man im letzten Gebiet, was bisher offen ist, bekommt. Der kriegt nur eine 4-Sterne-Form, die ich mir eigentlich auch bald machen will, wofür mir aber noch Idols, glaube ich, fehlen oder sowas. Einfach nur, um ihn zu haben, weil ich finde, dass er ziemlich cool aussieht. Also die haben da einige solcher nette Einheiten. Hier von Donner hatte ich die auch gerade. Den finde ich jetzt nicht so cool. Raiden, die Darkness-Einheit ist noch sehr cool. Das ist ein Ritter. Licht-Einheit ist auch cool. Das ist eine Schützin. Da überlege ich, ob ich mir die einfach für die Sammlung mal hole. Ja, sonst hat sich hier oben auch, glaube ich, nichts getan. Mein Raiden ist mittlerweile ein bisschen ausgebaut. Ist auf seiner 6-Sterne-Form Brave Burst auch, glaube ich, schon ein bisschen gelevelt. Haben wir die Ersatz-Raidens hier unten noch? Ich glaube, hier oben noch, ich glaube nicht. Ja, die sind dann nämlich da schon in ihn reingewandert. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon vorgestellt habe, aber Rickle ist mittlerweile auf 6-Sterne-Form, aber auch Brave Burst noch nicht ausgebaut, sondern nur die Ersatz-Rickles genommen, um die mal ein bisschen hochzudrücken. Also die ist tatsächlich, wenn es dann darum geht, Bosse zu killen, immer noch die stärkste Wahl. Mit ihrem Attack-Wert ist sie einfach der Hammer, wenn man da noch ein bisschen was draufhaut. Oder zu Paralyse und Poison-Effekt, das ist echt ziemlich gut. Müsste ich mal den Super Brave Burst freischalten, um sie zu nutzen. Auf ihn hier warte ich immer noch, da muss ich noch ein ganz kleines bisschen fertig bekommen und dann eigentlich auch mal seinen Brave Burst schon mal leveln. Bei Lily Matter habe ich das schon gemacht, weil ich ja für meinen Support Brave Burst Futter momentan sonst keine Verwendung habe. Was ich da so sammle, das habe ich schon mal in die reingezüchtet, habe die dann auf Brave Burst 6 jetzt. Das heißt, wenn ihre 6-Sterne-Form kommt, kann ich sie halt, wenn ich sie entwickle, direkt auf, hat sie halt immerhin schon mal 3 und kann ich mir dann ein bisschen was sparen. Und ich überlege, ob ich hier das bei Darvenschall auch schon mache und den vielleicht auch schon einsetze. Denn tatsächlich ist der durchaus gut schon als in seiner Form, hier in seiner 5-Sterne-Form. Hat Ulu gegenüber den Vorteil, dass er halt mehr Brave Burst mitproduziert. Deswegen bin ich da durchaus versucht, den zu verwenden. Ja, leveltechnisch habe ich ihn halt schon gut weit ausgebaut, fehlt noch ein ganz kleines bisschen. Ja, dazu sehen, dass ihr vielleicht noch mal ein, zwei Fire Gods bekommt. Ich habe jetzt, wie ihr seht, ich habe Energie voll und fast ein Level up. Von daher kann ich gleich eine Metal Parade machen. Das ist so kalkuliert, dass das passt. Dann kann ich mir vielleicht ein paar Feuer noch mal mitholen für ihn. Ansonsten bei Donner weitermachen für Renell. Vielleicht ein bisschen Erde für Dilma. Mal schauen. Ja, und bei meinem Trupp hat sich tatsächlich sonst, glaube ich, nichts getan. Hier oben dürften nur noch überall die gleichen Einheiten drin sein.
Hab da tatsächlich sonst nicht allzu viel gemacht. Aber so habt ihr mal wieder ein kleines Zwischenstand-Update, was ich tatsächlich gemacht habe. Und wir hatten halt vor allem die Beschwörung. Auch wenn ich da jetzt nicht allzu glücklich war mit dem, was ich bekommen habe. Aber man kann ja leider nicht immer Glück haben. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn ihr Glück hattet, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr erwischt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.